Manipulationstechniken im Gehaltsgespräch, gibt es denn sowas? Wie sieht schwarze Rhetorik in einer Gehaltsverhandlung aus? Und wie können Sie sich wirksam dagegen wehren? Darauf werde ich Ihnen jetzt antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Gehaltscoach und auch als Buchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt beginne ich mit der ersten fiesen rhetorischen Falle, mit der ersten Manipulationstechnik im Gehaltsgespräch, und zwar die behauptete Fessel. Ihr Chef sagt zu Ihnen, ich würde ja gerne Ihr Gehalt erhöhen, aber leider, und jetzt nennt er Umstände, die ihn daran hindern. Das ist sehr raffiniert, weil auf der einen Seite spielt er Kooperationsbereitschaft vor, auf der anderen Seite stehen Sie mit leeren Händen da. Und es ist natürlich immer gelogen, denn wenn ein Chef Ihr Gehalt erhöhen möchte, wenn er es wirklich will, wird er einen Weg finden. Wenn er es nicht will, verschanzt er sich hinter Ausreden. Darum sollten Sie in diesem Fall darauf aufmerksam machen, dass Sie Ihre Vorleistung schon gebracht haben und dass jetzt eine faire Gegenleistung fällig ist. Nur dann werden Sie sich durchsetzen können. Zweite Manipulationstechnik, die Verantwortung wird nach oben abgeschoben. Ich würde Ihr Gehalt sehr gerne erhöhen, aber mein eigener Vorgesetzter, da beiß ich einfach auf Granit. Ist natürlich ein raffinierter Trick, denn so ist er fein aus dem Schneider und der schwarze Peter wandert eine Etage in der Hierarchie nach oben. Was ist das wirksamste Gegenmittel? Sagen Sie zu Ihrem Chef, dann lassen Sie uns beide doch Ihren Chef überzeugen, denn ich freue mich, dass Sie persönlich hinter meiner Gehaltsforderung stehen. Das ist ein raffinierter Dreh, denn er hat ja gesagt, ich würde gerne, nehmen Sie ihn beim Wort, führen Sie ein Gespräch zu dritt herbei und schon können die Dinge sich wandeln. Jetzt kommt die dritte Manipulationstechnik im Gehaltsgespräch, und zwar, ja, wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt diese Gehaltserhöhung gebe, dann nehme ich das ja fast unmittelbar Ihren Kollegen weg, die dann weniger bekommen, und das wollen Sie als sozialer Mensch ja sicher auch nicht haben. Was tue ich? Ich mache Ihnen ein richtig schlechtes Gewissen. Nicht ich habe das schlechte Gewissen, weil ich Ihnen nichts gebe, sondern Sie sollen das schlechte Gewissen haben, weil Sie vermeintlich Ihren Kollegen etwas wegnehmen. Wahr ist Folgendes, wenn Sie Ihr Gehalt nach oben verhandeln, dann schieben Sie eine Bahn frei für Ihre Kollegen, dann machen Sie es denen leichter. Wenn Sie dagegen mit einem Minigehalt sich abspeisen lassen, drücken Sie selbst das Gehaltsniveau. Das heißt, Gehaltserhöhungen durchzusetzen, das kann durchaus sozial sein. Vierter Punkt. Worum geht es Ihnen hier eigentlich? Geht es Ihnen um eine erfüllende Tätigkeit oder wirklich nur um eine Gehaltserhöhung und noch mehr Geld? Sie merken, was ich tue. Ich assoziiere Gier. Ich tue so, als seien Sie ungeheuer geldgierig, indem Sie hier auflaufen und als sei Ihnen die Tätigkeit nichts wert. Hier können Sie ganz einfach reagieren, indem Sie sagen, es geht mir um beides. Auf der einen Seite will ich eine erfüllende Tätigkeit und viel für Ihre Firma tun. Auf der anderen Seite erwarte ich ein Gehalt als fairen Gegenwert. Und schon haben Sie den vermeintlichen Widerspruch aufgehoben. Fünfter Punkt, ich verstecke mich hinter vermeintlichen Regeln. Ich sage, also Sie wissen, in unserer Firma gilt die Regel, Gehaltserhöhungen sind erst wieder im nächsten Jahr möglich, im September, vorher geht hier gar nichts. Solche Regeln mag es in Firmen geben, aber es gibt immer auch Ausnahmen, wenn wirklich ein Wille da ist. Und auch in diesem Fall könnten Sie festhalten, verstehe ich Sie richtig, Sie würden von sich aus mir gerne jetzt schon eine Erhöhung geben, nur suchen Sie noch nach einem Weg, wie sich das mit den Richtlinien der Firma vereinbaren lässt? Wenn Sie diese Frage stellen, dann sieht der Sachverhalt schon mal ganz anders aus. Dann haben Sie sich schon mal das Ja abgeholt und dann findet sich bestimmt auch noch ein Weg, um es zu realisieren. Sechster Punkt, das ist die sogenannte Lawinendrohung. Also wenn ich Ihnen jetzt eine Gehaltserhöhung gebe, muss ich doch damit rechnen, dass morgen 50 andere bei mir an die Tür klopfen. Das geht einfach nicht. So viel Etat haben wir nicht, dass wir Ihre ganze Abteilung mit Gehaltserhöhungen bedenken. Das ist raffiniert, weil ich jetzt so tue, als würden wir nicht nur über eine einzelne Gehaltserhöhung sprechen, sondern als würden wir über eine ganze Serie von Gehaltserhöhungen sprechen. Hier können Sie mir entgegenhalten, dass Sie absolute Vertraulichkeit bewahren, dass Sie Stillschweigen bewahren, dass niemand etwas erfahren wird und dass Sie hier nur für sich
und über eine einzelne Erhöhung sprechen und nicht für die ganze Firma und nicht für die ganze Abteilung verhandeln. Und jetzt, siebter Punkt, das ist die Unterbrechermethode. Sie wollen Ihre beste Argumentation anfangen. Ich falle Ihnen ins Wort. Nein, Sie brauchen es gar nicht auszuführen. Hier ist wirklich nichts zu machen. Und dadurch entsteht ein Machtgefälle. Wenn ich Ihnen im Gehaltsgespräch ins Wort falle, bin ich im Hochstatus und Sie sind im Tiefstatus. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Sagen Sie freundlich, ich möchte das zu Ende reden. Es wird interessant für Sie sein und dann reden Sie weiter. Das ist ein Machtspielchen, das Sie auf diese Art wirksam beenden können. Und jetzt wollen Sie vielleicht noch meine allerbesten Tipps zum Thema Gehaltsverhandlung wissen. Die habe ich für Sie in einem langen Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie zusammengefasst. Da sind ganz viele Übungen, ganz viele Tricks drin. Das ist ein großes Trainingslager. Wenn Sie das durchlaufen, werden Sie garantiert Ihre Gehaltserhöhung rausholen. Das verspreche ich Ihnen mit meinem guten Namen und mit einer Rückgabegarantie. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, bitte Daumen nach oben weisen lassen. Teilen Sie unsere Videos, legen Sie Playlists an, abonnieren Sie den Kanal, darüber freue ich mich. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.